Hallo, wir Teezocker und sonstigen Zuschauer meines Kanals. Hier ist wieder der Wursteef und ich habe euch heute mal wieder ein Video mitgebracht. Und zwar bin ich momentan mit dem VK3001P, ein 6er Heavy der Deutschen, auf dem Weg zur dritten Gunmark. Bin momentan bei 90%. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, das tendiert. Je nach Gefecht, ja, mache ich gut Schaden, geht's hoch. Mache ich weniger Schaden, geht es wieder nach unten. Ja, so ist es schon ein harter Weg, diese letzten 5% zu erreichen, also die 95%, die es schon hat. Ich habe jetzt letzte Woche hatte ich ein schönes Gefecht, ein spannendes Gefecht auf der Karte Bergpass. Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Also, ich starte mal WT und dann schwenke ich mal rüber auf WT. Gerade Moment. So, jetzt kann man es sehen. Also, wie gesagt, ich zeige euch mal das Video, erzähle was dazu. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. So, das Gefecht, wie gesagt, findet auf Bergpass statt. Wir starten im Norden und ich bin immer dafür, die J2 hier, J2 zu erobern. Weil meistens, wenn man hier pusht, dies hier unten gewinnt, da kann man hier sichern, man kann hier sichern, dass auch die eigenen Einheiten hier durchfahren können oder hier links fahren können. Gut, wir haben ein Gegnerteam, 2 KV2. Wir haben auch 2 KV2 und wer 2 KV2 kennt, der weiß, wir haben gern die Derp Guns drauf. Das heißt die HE Derp Guns, ich kann mal umschauen. Unsere Jungs, die Derp Guns drauf haben. Da ist er, ja. Orange KV2 hat die Derp Gun drauf. Und wenn die trifft, es tut weh. Ja, es tut weh. Also, wenn es geht, möchte ich davon keine abkriegen. Aber ob die zu uns kommen, keine Ahnung. Es kann genauso gut sein, dass die hier drüben zum Gletscher fahren. Machen gern die Heavys, warum auch immer. Dann hängen sie da unten fest und kommen nicht weiter. Während eigentlich hier das Geschehen sich abspielt, wenn man hier irgendwo durchspricht, egal auf was für eine Seite. So, ich bin jetzt hier durchgebraust. Wurde von den gegnerischen Lights nicht aufgemacht. Also auf Stufe 6 haben die noch anscheinend noch nicht so eine gute Sichtweite. Oder die Spieler haben einfach schlecht ausgebaut und schlechte Crew. Jetzt fahre ich hier weiter vor. Und da kommt unerwartet der T-50-2. Hätte ich nicht gedacht, dass er hier crossed. Ich hätte gedacht, dass er gleich neben steht, wo er jetzt hinfährt. Aber wenn ich gewusst hätte, dass er hier rüber kostet, hätte ich vorher schon ein bisschen eingehend. So, ich habe jetzt den P43 bis gespottet. Er macht jetzt einen Fehler, er fährt hier rüber. Obwohl er offen ist und da kann ich ihm schon mal eine versetzen. Der ist ein Schaden für mich. Die Position, wo er gerade eben stand, die ist eigentlich gar nicht schlecht. Der T3485, den versuchen wir auch mal noch. Schaden zu machen. Der 43 hat der zweite von mir abbekommen. Er hat bei mir nur das Rohr getroffen und beschädigt. Jetzt der T4385 macht einen Fehler, er fährt hier hoch, präsentiert mir schön seine Seite, was ich natürlich sofort ausnutze und versuche, hier Schaden anzubringen, wie es geht. Noch ein Schuss, da könnte er draus sein. Ne? Jawohl, so, der ist mal aus dem Spiel. Dem seine Kanone ist keine Gefahr mehr. Der P43. Ja, man sieht, er kann auch Schaden austeilen, aber jetzt ist mir egal, ob ich noch eine fange. Ich möchte schon rausbekommen. Das war jetzt natürlich ärgerlich. Aber wie ist oft Killshot? Halt ab. Klar. Und hier ist der erste KV2. Wie ist direkt? Schießt Gott sei Dank vorbei. So, zweite Abpraller beim B43, aber der 40 Tipene bin raus. Ferdinand wurde zum KV2 aus dem Leben geklatscht. Das ist das, was ich meine. Also KV2. KV2 muss man einfach aufpassen. Die Derp Gun, die macht so viel Schaden. Also, wenn ich getroffen werde, könnte ich theoretisch mit einem Schuss aus dem Spiel sein. So viel Schaden macht die. Und da bin ich hier ganz, ganz vorsichtig. Also ich versuche wenig zu pieken. Ich versuche die pieken zu lassen und dann einen Schuss abzusetzen. Um mich sofort zurückzuziehen. Und jetzt sehe ich, dass dort hinten die Sue die ganze Zeit unseren AMX belagert hat.
rückwärts rausfällt, ich kann sie rausnehmen, somit ist der Weg voll für den AMX-12T. Und das wird noch wichtig. Dass der überlebt hat, wird noch wichtig. So, bei uns wird langsam ausgedünnt. Ja, 659. Bei der 40 TP gerade eben dem KV-2 überlassen. Ja, mit einem Schuss. Wupp, weg war er. Jetzt habe ich den P3485 signalisiert. Zieh dich zurück, weil du bist auch gleich weg. Das hat er anscheinend gemerkt. Hat sich dann zurückgezogen und ich warte einfach nur hier, bis sie vorkommen. Aber wenn ich zu weit fahre und komme nicht mehr zurück, dann bin ich da gelackmeierte. Und wenn ich einen Schuss fasse, wie gesagt, kann ich trotz 500 Punkte aus dem Leben schalten. So, der ging, war ein Abpraller. Jetzt mache ich einen Fehler. Jetzt pieke ich vor. Ja, fangen wir an vom KV-2. Jetzt bin ich absoluter One-Shot für die beiden. Und er kann froh sein, dass es nur 345 Schaden waren. Aber ich gebe die Retourkutsche, kann einen rausnehmen. Eine gefährliche Dirk und weniger. Ich stehe 10 zu 10. Also absolut ausgeglichenes Gefecht. Der KV-2 macht mir noch Gedanken. Und jawohl, T-3485. Das waren 810 Punkte an den KV-2. Ja, 40 GP, T-3485. Einfach vorgefahren und das war's dann. Man sollte wissen, mit wem man sich anlegt. Aber ich weiß es manchmal auch nicht genau. Ja. Aber im KV-2 weiß ich es mittlerweile. So, der AMD fährt es ab und zu. Sehr mutige Entscheidung. Ich versuche ihn zu unterstützen. Hier kann ich dem KV-2 noch einen Turm geben und der AMD nimmt ihn raus. So, unser Cap wird belagert. Das heißt, auf, zurück, um das Cap zu verteidigen. Zwar wenn möglich alle. Der Puse, der schreibt jetzt Basis erobern, ist aber absolut Quatsch, weil bis wir dort sind, ist unser Cap erobert, wenn ein zweiter Panzer reinfährt sowieso. Also geht, jetzt ist ein zweiter Panzer drin. Also funktioniert eigentlich nur zurückfahren, die Basis erobern, noch 30 Sekunden. Das wird allein schon knapp. Der AMX muss hier irgendwie versuchen, einen Panzer zu resetten, beziehungsweise ein Panzer ist wieder rausgefahren aus der Basis. Das war für uns gut. So haben wir jetzt wieder ein bisschen Luft, ein bisschen Zeit. Jetzt kann ich noch eigentlich in Anführungszeichen in aller Ruhe zu unserer Base fahren. So, der TOC 2 ist noch da. T-3485M steht dort oben. Einer der besten 6er Mates, also Vorsicht geboten. Er hat auch gerade eben unsere AT rausgenommen. Ist jetzt 11 zu 12 und hier bin ich vorsichtig. Möchte mir keine fangen. Der war schlecht. Versuchen wir es besser zu machen. So, der ist raus. Kill Nummer 5. Ein Kill. Ich hätte die Kriegermedaille. So. Jetzt hat der T-3485M den nächsten rausgenommen, nämlich den AMD. Das heißt AMX-12T. In meiner Möglichkeit, wir sind jetzt alleine. Wobei, dem ein bisschen aufpassen. Wenn der trifft, der kann auch über 200 Schaden machen. Der hat vorbeigeschossen. Und jetzt rausnehmen. Rausnehmen, wichtig. Das war wichtig, der stärkste Gegner noch. War wichtig, dass der rausgeht. So, jetzt natürlich die Frage, was machen Super Jeffy und die Arti? Versucht der Jeffy uns zu spotten und die Arti versucht uns aus dem Leben zu klicken? Oder kommen die irgendwo hergefahren? Keine Ahnung. Also habe ich mir jetzt gedacht, okay, ich fahre jetzt einfach in die gegnerische Base, um dort Capdruck aufzubauen. Da müssen die zwei was machen. Und da müssen die zwei sich regen. Ja, am X denkt sich jetzt, okay. VK, du bist der Heavy. Fahr mal vor. Setzt die Panzerung ein und da hat er vollkommen recht. Genau die richtige Entscheidung, dass er mich vorfahren lässt. So, dann schauen wir mal, versuchen wir mal ins gegnerische Cap zu kommen. Und schau mal. Kuckuck. Da ist das Monster. Und der AMX nimmt raus, sehr schön. Jeffy geht auf mich. Das ist gut. Ich fahre hier hinten drum, dass mein Turm ein bisschen hinter dem Berg ist. Okay, er verzieht sich und er dreht den Turm weg. Was gut war, aber ich verschieß. Ja, also war es blöd von mir. Hätte auch sagen können, wenn er den Turm zurückgedreht lässt, dass er vielleicht mir einen Snapshot geben kann.
hätte es auch um mich eventuell geschehen sein können. Ich weiß gar nicht, was der jetzt für einen Alpha-Schaden hat. Cool, ich ziehe hier durch, dass ich in den Hügel komme. Und der Super-Chef reagiert jetzt nur auf den AMX, der will den AMX rausholen. Das gibt mir die Gelegenheit, hier meinen ersten Schuss anzubringen. AMX trifft ihn nochmal. Hier schön einnehmen. Also nebennehmen. Und das war unser Gefecht, das haben wir gewonnen. 15 zu 14, knappe Sache. Er hätte mich auch rausnehmen können. So konnte ich ihn rausnehmen. Toll gespielt vom AMX, wie er mich am Schluss unterstützt hat, wie er mit mir zusammengefahren ist. Habe ich ihm danach auch geschrieben. Also habe ihm geschrieben, dass gut gespielt war und dass er mich gut unterstützt hat. So konnten wir beide das gewinnen. Wenn jeder sein eigenes Süppchen gekocht hätte, wer weiß, ob wir das gewonnen hätten, ja. Aber so war das echt ein gutes Spiel. So, dann würde ich sagen, beenden wir das mal und schauen uns mal noch die Postgame-Stats an. So, jetzt sind wir in den Postgame-Stats. Also das ganze Gefecht war für mich ein Panzerass. Freut mich, habe ich selten Panzerass, von dem her immer schön, wenn man eins bekommt. Ich habe bekommen den Schläger, weil ich 5 Crewmitglieder oder also Crewmitglieder verletzt habe oder ein Modul beschädigt habe. 5 oder mehr in einem Gefecht. Ich habe das Wirkungsfeuer bekommen, weil ich mehr Schaden gemacht habe, als mein Panzer Hitpoints hat. Ich habe noch bekommen den Krieger Top Gun, weil ich in einem Gefecht mehr Gegner zerstört habe als ein anderer Spieler im Team. Und es waren mehr wie 6 gegnerische Fahrzeuge. Ja, also ich habe 7 zerstört. So, der Teamscore. Bin ich in unserem Team vom Schaden mit 3308 auf dem ersten Platz. Aber im Gegnerteam, der KV2, der TNT4U, hat 4102 Schaden. Also er hat den meisten Schaden dem Gefecht gemacht. Und ich gehe davon aus, es war auch der von dem unserem T3485 in unserem Hitz-TP, die knapp 1500 HP quasi in den Rachen geschmissen bekommen hat. Okay, aber in Ordnung. Den Schaden muss man erstmal machen. Ja. Gut, was Fahrzeuge angeht, zerstörte Fahrzeuge bin ich auf Nummer 1 mit 7 Stück, das hat sonst keiner. Und Erfahrungspunkte 1530, also 1530 Erfahrungspunkte ist schon eine Menge Holz. Und gerade auf Stufe 6, auch die 3300 Schaden auf Stufe 6. Also war wirklich ein gutes Gefecht von mir, habe ich selten und da war es für mich auch zeigenswert, dieses Gefecht. Ja, man sieht, der zweite hat fast die Hälfte weniger an Erfahrungspunkte. Aber auch fast die Hälfte weniger an Schaden und Kills sowieso. Und wenn man sieht, der KV2, ja, der hat 953 Erfahrungspunkte im Verliererteam. Also, Respekt, kann man nichts sagen. Ja, der wird sogar in unserem Team auf Platz 2 stehen. Im Verliererteam 953 Schaden. War gut die Partie für ihn, ja. So, dann detaillierter Report. Ich habe 29 Schüsse gefeuert, ich habe 23 davon getroffen, 18 haben durchschlagen. Er gab einen Schaden von 3308 und wie man sieht, habe ich keinen einzigen Schadenspunkt über eine Distanz von 300 Meter gemacht. Es war also alles Infight-Nahkampf. So, 240 habe ich geblockt. Ich weiß gar nicht mehr, von wem ich die geblockt habe. Doch, ja, vom P43 bis ganz am Anfang der erste Schuss, den er mir ans Rohr geschossen hat, genau. Den einen Schuss habe ich geblockt. Ich habe sogar 3 gegnerische Fahrzeuge gespottet. 10 habe ich beschädigt, 7 habe ich zerstört. Und 124 Unterstützungsschaden habe ich bekommen. Defense Points für die Base Capture Defense Points habe ich 4 erhalten. Da mir ja die Base verteilt haben, das Cap resettet haben. Und die Distanz habe ich gehabt von knapp 3 Kilometern, die ich gefahren bin. Also einmal hin, einmal zurück und kurz den Gletscher runter, das war's. So, dann habe ich bekommen 1 Credit 37.709 plus nochmal Bonus 26.585. Und mache trotzdem Minus von 17.000, weil ich an Munitionskosten
92.800 habe. Ja, kommt halt davon, wenn man nur wieder 2 schießt, ja, aber auf dem Weg zur dritten Gunmark, also bis 88-89% habe ich normale Munition geschossen, aber jetzt, wo es wirklich so schwer wird, wo im Prinzip jeder Treffer sitzen muss, also im Prinzip waren hier 5 Treffer zu wenig durchschlagen, da zählt einfach jeder Schaden auf dem Weg zur dritten Gunmark und deswegen haue ich die 2 rein, die leistungsgesteigerte Munition und habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Ja, und hier haben wir 17.000 minus, wenn ich noch 10 Gefechte 17.000 minus mache, ja, dann nehme ich mal zweimal den HWK 30, den 8er Premium Light, mache ein Gefecht oder zwei und dann habe ich es wieder drin. Also von dem her, ja, mittlerweile ist die leistungsstärkere Munition für Credits zu haben und mit 8er Premium sind die eigentlich relativ leicht erspielt. Gut. Ansonsten hatte ich 1530 Erfahrungspunkte. Plus von Mission noch 1148 Erfahrungspunkte an 3443 Erfahrungspunkte und 114 freie Erfahrungspunkte. Ja, das war's Gefecht. Ne? Wie ich geschrieben habe, Bergspaß auf Bergpass. Und ja, mich hat das gefreut, das Gefecht, das war wirklich geil. Vor allem, das wirklich knapp war. Dieses 15-14 hätte der Super Chefi am Schluss noch einen Schuss rausgebracht. Ich weiß nicht, ob ich das überlebt habe, hätte. Ich habe jetzt echt keine Ahnung, was der für einen Alpha-Schaden hat. Aber es hätte, glaube ich, knapp werden können. Ja, wenn ich nur einen jetzt weiter am Schluss, der Kill schon wäre, wenn der gebounced wäre, dann hätte ich genauso gut. Er gibt mir einen, ich bounce. Er gibt mir nochmal einen, bin ich raus. Also war knappe Angelegenheit, hat aber Spaß gemacht. Konnte ein bisschen, denke ich, am Schluss Karen mit dem AMX-12T zusammen, der toll gespielt hat, dem ich das auch beschrieben habe, dass er gut unterstützt hat. Ja, das war's. Von dem her wünsche ich euch noch viel Spaß in dem Spiel. Gut, Schuss. Bis zum nächsten Mal und Ansa Hurra. Euer War Steve. Ciao.